Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Food Review. Wir gehen heute was Spezielles essen und zwar gehen wir in das Restaurant von Hazels Familie. Genauer gesagt von Hazels Schwester und testen dort das Essen. Machen die gutes Essen? Wir werden sehen. Let's go! Dafür müssen wir tatsächlich ein bisschen rausfahren, weil das Restaurant befindet sich in Marzahn. Also schon ein bisschen weit weg. Mega das Ghetto. Also wer Marzahn kennt, Daumen hoch. Okay Leute, wer ist alles gespannt, was Hazels Familie zu bieten hat? Ich war sehr selten hier bisher und lass mich mal überraschen, was die hier so haben. Ich glaube, hauptsächlich haben die hier so China-Pfanne mit Ente-Cross, so gebratenen Reis, gebratenen Eierreis, Sushi, die ganze Palette halt, was man halt von so einem Imbiss-Lieferdienst kennt. Let's go. Wir sind schon da. Das ist Hazels Schwester übrigens. Und jetzt bestellt ihr noch. Leute, guck mal, wie viel die haben. Okay. Hi. Okay, ich nehme einmal die Saigon Frühlingsrollen. Reisbandnudeln gebraten mit Gemüse und Tofu. Also 109. Als kleine Vorspeise haben wir hier Frühlingsrollen. Schon mal sehr gut, dass es nicht diese kleinen tiefgefrorenen sind. Sieht schon geil aus so. Ist auf jeden Fall sehr knusprig. Innen die Füllung ist auch sehr nice. Auf jeden Fall schon gut, schön knusprig, aber halt nicht so gut wie zum Beispiel bei Mutter zu Hause oder bei Vater zu Hause. Aber ist trotzdem sehr gut. Für einen Imbiss sehr authentisch auch. Sehr authentisch auch. Okay, Mann. Als nächstes ein All-Time-Favorite: Eierreis. Du wirst wissen, ich esse Eierreis nicht so oft. Aber wenn man schon mal in so einem Imbiss ist, kann man sich das schon mal gönnen. Ja, Mann. Einfach schön Röstzwiebeln, schön fettig, also nicht ganz fettig, aber schon, ihr wisst, was ich meine. Hier schön gebratene Reisnudeln. Ja, gerne. Wieder schön ölig, schön fettig. Aber ich liebe das tatsächlich, manchmal einfach sowas zu essen. Auch wenn es so Imbissfraß ist, ist immer noch sehr lecker. Jetzt ist aber kommt das Wichtigste: Ente-Cross mit Erdnusssoße und Reis. Oh, Leute, ich liebe das einfach. Es ist so Standard, aber doch so lecker. Man kann es nicht jeden Tag essen, vielleicht auch nicht jede Woche, aber so einmal im Monat sollte man sich das schon gönnen. Das ist auf jeden Fall übelst viel Ente-Cross. Knusprige Ente-Cross. Schön in der Erdnusssoße. Okay, weiter. Im Hintergrund hört ihr so vietnamesische Musik und dann noch schön die Pfannen. Das ist der Imbiss-Sound, Leute. Das ist ein guter Imbiss-Sound. Der Reis ist auch perfekte Konsistenz. A few moments later. So Leute, ihr seht, die Sonne geht langsam unter. Wir haben echt eine Weile gebraucht. Und es war echt mega viel. Ciao. Ah.
War mal schön, wieder so richtig Imbissessen zu essen. Puh, ich bin jetzt echt satt, aber das natürlich auch sehr gut. An sich ist es ja einfach nur Imbissessen, Asia-Imbissessen. Es ist nicht das Gesündeste, sollte man wirklich nicht so oft essen, aber wenn ihr hier in der Nähe wohnt, dann probiert es doch gerne mal. Oder schaut gerne hier vorbei oder bestellt einfach von euch zu Hause. Bestellt einfach jetzt. Link ist unten in der Beschreibung, Adresse auch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hazel würde sich sehr freuen, wenn ihr hier vorbeikommt. Oder Hazels Schwester.